duvarınız, o duvar, duvarınız, o duvar, duvarınız vız gelir bize vız. O duvar, duvarınız, o duvar, duvarınız, o duvar, duvarınız vız gelir bize vız. Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Kanal 21 Backstage. Wir haben heute eine ganz besondere Band hier im Studio zu Gast, denn sie füllten mit ihrer Musik in der Türkei bereits ganze Stadien und verbuchten 2014 sogar eine Besucherzahl von 1 Million Menschen. Ihre Konzerte finden unter dem Motto statt, ein Herz und eine Stimme gegen Rassismus. Dabei vereinen sie Menschen verschiedener Herkünfte und verschiedener Kulturen und rufen dabei zur Brüderlichkeit und Einigkeit zwischen den Völkern auf. Für die türkische Regierung ist das jedoch Grund genug, dieser Band Terrorpropaganda vorzuwerfen. Konzertverbote, Inhaftierungen und sogar Kopfgelder sind die Folgen dieser Beschuldigung der Regierung von Erdogan. Über ihren Widerstand und wie sie diesen auch musikalisch durchführen, möchte ich heute mit einem kleinen Teil der Gruppe von Grup Yorum sprechen. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Hi. Ja, als erstes euer Bandname, habe ich ihn überhaupt richtig ausgesprochen? Ja, Grup Yorum. Okay, jetzt für alle, die der türkischen Sprache nicht mächtig sind, vielleicht könnt ihr einmal erklären, was bedeutet dieser Name? Also übersetzt heißt es Interpretation, das Wort Grup Yorum. Also Yorum heißt Interpretation auf Türkisch. Okay. Bevor wir über eure Musik sprechen, würde ich ganz gerne über die Geschichte der Band sprechen. Da gibt es ja einiges, was man dort wissen sollte. Gegründet wurde die Band 1985. In dieser Zeit hat sich die Bandbesetzung natürlich ganz stark irgendwie verändert. Wie sieht denn die Besetzung zurzeit aus? Wie viele Leute seid ihr? Wo kommt ihr her? Wie habt ihr euch zusammengesetzt? Also im Moment, also Grup Yorum seit 1985, seit 34 Jahren gibt es uns. Natürlich ändern sich auch da die Mitglieder, Bandmitglieder. Wir sind eine neue Generation, kann ich sagen, und wir sind momentan 15 bis 20 Leute, so genau weiß ich es jetzt gar nicht. Also ich müsste mal durchzählen, habe ich noch nicht getan. Aber es ist nicht so wichtig, wie viele Leute wir sind, weil wir sagen ja, Grup Yorum ist das Volk, und dieses Slogan sagt eigentlich viel aus. Also wir sind hier zum Beispiel 4 Mitglieder und sind auf der Bühne 15 bis 20 Musiker. Und das zeigt auch eigentlich, dass Grup Yorum nicht nur aus den Mitgliedern besteht, sondern das Volk selber ist. Ich habe es in der Anmoderation gerade schon erwähnt. Es gibt ja gewisse Kritiken und Reibungspunkte gerade mit der türkischen Regierung. Das hat nach meiner Recherche alles damit begonnen, dass damals ein Lied auf Kurdisch oder kurdische Lieder gespielt wurden, was ja in der Türkei verboten ist oder verboten war. Vielleicht könnt ihr darüber kurz berichten. Ja, wir haben 90er Jahre, waren wir die erste Gruppe, türkische Musikgruppe, die auf Kurdisch gesungen hat. Und dadurch wurden unsere Alben von der Polizei angeschossen mit der Waffe, okay. Weil es verboten war quasi. Und wir haben, also wir sagen ja, wir sind die Stimme der unterdrückten Völker und waren auch die erste Gruppe, quasi revolutionäre Musikgruppe, die dann auf Kurdisch gesungen hat, auf einem Album. Okay, daraus folgte ja dann, dass euch die türkische Regierung ja einiges vorwirft. Vielleicht könnt ihr oder kannst du das kurz erklären. Was genau sind denn die Vorwürfe? Also seit unserer Entstehung gibt es jegliche Vorwürfe. Wir waren eigentlich immer, wir werden versucht, von der türkischen Regierung unterdrückt zu werden. Und der Grund dafür ist eigentlich, dass wir eigentlich überall sind, wo es Unterdrückung oder Ungerechtigkeiten gibt. Und das ändert sich. Also die versuchen uns auch irgendwie zu terrorisieren oder uns selbst als Terrorist darzustellen. Aber heutzutage ist jeder, der eigentlich gegen die türkische Regierung oder der gegen den türkischen Faschismus oder Faschismus ist, wird als Terrorist bezeichnet. Und wir gehören eigentlich auch dazu. Und vor allem, weil wir dagegen mit unserer Musik protestieren, ja. Protestiert ihr nur mit eurer Musik oder gibt es auch andere Formen des Protests, den ihr ausübt? Also wir machen das nicht nur mit der Musik, natürlich mit der Musik, aber wir sind auch bei den Demonstrationen oder wenn eine Ungerechtigkeit ist und dagegen wird etwas demonstriert, wir sind immer vor Ort und zeigen auch Präsenz dort. Wie sieht denn euer musikalischer Widerstand aus? Heißt das einfach, ihr spielt trotzdem eure Lieder oder heißt das, ihr spielt trotz Konzertverbote? Wie realisiert ihr das?
Also wie gesagt, Konzertverbote gibt es eigentlich auch seit unserer Gründung. Aber es war noch nie so, dass wir gegen die Konzertverbote nichts getan haben. Also wir sehen das auch gar nicht ein. Und vor allem singen wir dann auch mit den Menschen, die dann trotzdem dahin kommen. Also diese Konzertverbote werden nicht wahrgenommen von uns aus und auch nicht von unseren, von den Menschen um uns und die uns auch, die unsere Musik auch anhören. Und wie gesagt, wir nehmen diese Konzertverbote nicht wahr, weil es da auch überhaupt keine Begründung gibt, diese Konzerte zu verbieten. In Deutschland, habe ich gelesen, 2015 gab es ja auch schon Konzertverbote und sogar Einreiseverbote für Teile der Bandmitglieder. Und 2018 drohte sogar die deutsche Polizei damit, die Bühne zu stürmen und verfolgte Mitglieder an die Türkei auszuliefern. Wie bewertet ihr das, dass das, was ja eigentlich von der Regierung von Erdogan begonnen wird, in Deutschland auch noch weitergeführt wird von der deutschen Polizei? Ja, das ist halt immer so interessant. Viele Menschen denken, dass diese Repressionen nur in der Türkei stattfinden. Aber auch in Europa und vor allem in Deutschland haben wir vor allem seit 2015 sehr große Probleme. Du hast ja auch schon erwähnt, dass wir Konzerte gegen Rassismus spielen. Und 2012 haben wir eins in der Mitsubishi Arena gemacht in Düsseldorf. Und da waren 15.000 Menschen, die dann eine Stimme und ein Herz gegen Rassismus waren. Und als die Repressionen in der Türkei dann auch größer wurden, fingen dann auch die Konzertverbote hier in Deutschland an. Und das ging halt bis dazu, dass man uns die Lieder verboten hat und uns auch schon damit drohte, die Bühne zu stürmen. Aber auch hier haben wir nicht aufgehört, unsere Konzerte zu organisieren. Also da ist genau derselbe Fall eigentlich. Habt ihr da mal Stellungnahmen bekommen von der deutschen Regierung oder der deutschen Polizei, warum so gehandelt wird? Ja, wir sind auch gerichtlich vorgegangen, aber da passiert halt nichts, weil die haben auch nichts in der Hand sozusagen. Wir waren auch mit anderen Parteien, mit der Linkspartei auch zusammen und es wurden auch andere Sachen getan. Also auch bürokratisch sind wir dagegen drangegangen, aber wir mussten auch dagegen protestieren eigentlich und letztendlich haben wir die Konzerte dann auch durchgeführt. Also es läuft halt eher so, dass die Polizei oder der deutsche Verfassungsschutz die Stadien oder die Konzertsäle besucht und dann die Menschen auch schon bedroht damit, dass man uns die Säle nicht vermietet. Also es läuft alles hinter der Kulisse, sage ich mal. Da ist auch rechtlich nichts, was wahrzunehmen ist. Ja. Soweit ich das recherchiert habe, das sind völlig friedliche Konzerte, die ihr veranstaltet mit einem tollen Motto, was ja eine gute Sache ist. Glaubt ihr, das wird sich in Zukunft vielleicht noch ändern? Also es ist natürlich interessant, dass wenn man ein Konzert für 1 Million von Menschen organisiert und wenn da überhaupt nichts passiert, vor allem machen wir das ja komplett mit der eigenen Kraft, also Grup Yorum Fans und auch die Mitglieder oder die Familie, das Kollektiv an sich organisiert diese Konzerte von A bis Z von allein. Und auch hier in Deutschland die Konzerte, also bisher gab es überhaupt keinen Vorfall, sei es irgendwas Polizeiliches oder etwas anderes. Und man kennt das ja auch sonst so von Konzerten, dass die Menschen dann irgendwie, dass da Probleme entstehen können. Aber bei unseren Konzerten ist das überhaupt nicht der Fall. Und das ist nochmal so ein Grund oder so ein Fakt, was man so aufzählen kann, wenn man uns erzählt, ja, aus Sicherheitsgründen wird jetzt dieses Konzert verboten. Also da steckt dann auch wiederum nichts hinter. Einige eurer Bandmitglieder sind ja auch inhaftiert, stehen auch auf Terrorlisten und so weiter. Habt ihr Kontakt zu den inhaftierten Bandmitgliedern? Und wie viele sind es genau im Moment? Könnt ihr das sagen? Im Moment sind 6 von uns inhaftiert. 5 davon sind im unbefristeten Hungerstreik. Die Tage haben wir auch aufgezählt. Bahar Kurt ist seit 154 Tagen im unbefristeten Hungerstreik. Barış Yüksel seit 147. Oder? Ja, 147. İbrahim Gökçek 146, Helin Bölek 144 und Ali Aracı 80 Tage. Unsere Forderungen sind, dass İdil Kültürmerkezi, wo wir unsere Arbeiten fortführen, nicht mehr attackiert wird von der Polizei. Eins davon ist, dass die Kopfgelder, was du auch vorher erwähnt hast, dass die aufgehoben werden. Dass die inhaftierten Mitglieder von Grup Yorum freigelassen werden, weil es keinen Grund gibt, sie festzunehmen, weil nur durch einen
Also es gibt keinen Grund, einen richtigen Grund, warum sie festsitzen. Das ist Kefine de Mek. Ja, es ist halt willkürlich. Auch. Ja, genau, willkürlich. Ja, und diese Forderungen haben wir gestellt und diese Forderungen sind eigentlich legitim. Legitim, ja. Wie seht ihr die Chancen, dass eure inhaftierten Mitglieder freigelassen werden? Also so genau kann man es natürlich gerade nicht einschätzen, aber wir wissen, dass wenn man Widerstand leistet, dass es dann auch ein Ergebnis geben wird. Also wir gehören jetzt nicht zu denjenigen, die gegen die Repression sich also irgendwo hin zurückziehen und halt nichts machen, weil wir können diese Ungerechtigkeiten nicht akzeptieren und das haben wir auch niemals getan. Also auch, wie gesagt, seit der Gründung gab es schon jegliche Inhaftierte in unserer Gruppe oder auch andere Art von Repression und unsere Freunde leisten jetzt Widerstand dagegen. Es gibt auch Beispiele dafür. 2010 Güler Sere wurde zum Beispiel freigelassen, indem die Also es war eine politische Gefangene. Eine Revolutionärin. Ja. Und weil die Menschen, also weil Saiblamek, ja, draußen gab es dann auch ganz viele Aktionen für sie. Und die Regierung hat sie freilassen müssen. Okay. Also Widerstand kann da durchaus dann auf doch jeden auch noch Erfolg erzielen. Ja. Die Beispiele dafür gibt es auf jeden Fall. Vielen ist das ja auch gar nicht so bewusst. Habt ihr da Informationen darüber, wie die Haftbedingungen in der Türkei aussehen? Es wird ja sicherlich nicht so human sein, wie es zum Beispiel hier in Deutschland ist. Nee, human ist es nicht. Also, Folter gibt es, genau. Das wissen wir, berichten auch unsere Kollegen. Ja. Jede Art von, Hakne demek. Rechte. Die ganzen Rechte werden entzogen, also was man da hat. Zum Beispiel vom Bücherlesen bis hin zu Instrumente spielen. Die Instrumente werden nicht gegeben. Und Telefon zum Beispiel, wenn sie anrufen möchten, wird es zensiert oder genau, unterbrochen. Briefe, zum Beispiel, es gibt einen Anruf von Helin, war das, glaube ich, Helin Böllek. Sie telefoniert, da gibt es Aufzeichnungen. Und sie, bei jedem zweiten Wort hörst du düt. Wie sie versuchen es zu zensieren, also obwohl sie mit ihrer Mutter redet. Ja. Und das ist Alltag in der Türkei, also im Gefängnis. Ja. Zustände, die man sich hier gar nicht vorstellen kann, das ist Wahnsinn. Jetzt zu euch nochmal, wie lebt ihr denn so mit dieser ganzen Situation? Also seid ihr zurzeit auch noch gefährdet, quasi inhaftiert zu werden? Wenn ja, wie geht ihr damit um? Also wir sind gerade sozusagen die Stimme von unseren Freunden, die jetzt auch inhaftiert sind. Und wir sind dabei, weiterhin Konzerte zu organisieren. Wir haben weiterhin Alben, die wir rausbringen werden. Also wir organisieren uns eigentlich gegen diese Repression und versuchen einfach weiterzumachen mit unserer Musik. Und ja, so sieht es eigentlich aus. Okay, und zurzeit lebt ihr alle in Deutschland? Also wir sind gerade in Deutschland, genau. Wie sieht das denn jetzt aktuell aus? Nochmal, um auf die Konzertverbote nochmal zurückzukommen. Sind diese Konzertverbote aktuell auch noch so akut? Also die sind akut. Vielleicht kannst du von Ludwigshafen erzählen, weiß ich nicht. Ludwigshafen, das war... Also Ludwigshafen ist ein Beispiel für die ganzen anderen auch seit Gladbeck, glaube ich, war das. Oberhausen, also ab 2015 eigentlich. Ja, also seitdem die Verbote begonnen haben, gibt es immer einen Widerstand dagegen. Wie sie vorher auch erzählt hat, die Konzertsäle werden besucht und wir werden kriminalisiert, dass wir die Säle nicht kriegen. Und wir fangen immer mit einem Widerstand dagegen an und somit machen wir unsere Konzerte. Aber es ist jedes Mal ein Kampf um die Konzertsäle und auch um das Konzert selber. Ja, also da habt ihr auf jeden Fall immer noch... Also auf dem letzten Konzert, da kann ich zum Beispiel so ein Beispiel geben. Und zwar kam die Polizei dann auch mit 20 Mann oder vielleicht mehr dann während des Konzerts rein. Und da wurden wirklich...
ja, zwischen Kindern und Familien Menschen versucht irgendwie einzuschüchtern, weil sie gerade auf dem Gruppierenkonzert sind. Aber die haben natürlich auch gesehen, dass es, also es ist so eine, wir sind so eine Musikband, unsere Lieder sind überall, also auch wenn wir nicht da sind. Kinder wachsen auf mit Gruppierenliedern. Und das war jetzt auch wieder mal so ein Beispiel, dass es auch eigentlich gar nicht durchkommt, diese ganzen Repressionen, nicht nur bei uns, sondern auch bei Menschen, die Gruppierung mögen und auch einfach diese Ideologie auch ja, wahrnehmen und dahinter stehen. Letztes Jahr in Frankfurt, da sind Helikopter um uns, um die Bühne herumgeflogen. Ja. Und vor uns waren gepanzerte, meine ich. Also ja, das war so ein, da waren ganz große, ich weiß nicht, wie man die nennt. Fahrzeuge. Ja, Wasserwerfer und noch ähnliche. Ähnliche auch, ja. Und in Düsseldorf zum Beispiel, auch letztes Jahr, wollten sie, dass wir, dass einer der Besucher, ein Kind, Che Guevara-T-Shirt auszieht. Ich mein, und die Polizei hat das Kind verfolgt. Also es ist schon absurd, was passiert. Aber wie erklärt ihr euch denn, dass ja, das eigentlich eine gute Sache, oder warum werdet ihr so kriminalisiert? Das, wie begründet ihr das? Ja, weil wir die Wahrheit der Revolution in unseren Liedern widerspiegeln und vermitteln, sag ich mal. Weil wir das Ganze als einen Klassenkampf sehen und die Lösung, also wir sind Sozialisten, eine sozialistische Band, und die Lösung ist der Sozialismus. Und wir machen die Lieder darüber und wir sagen, dieses System, der Kapitalismus, da ist keine Lösung in sich drin. Die einzige Lösung ist die Revolution und der Sozialismus. Und das ist nicht nur in der Türkei so, das ist auf der ganzen Welt so. Und das sind halt zwei verschiedene, wie soll ich sagen, zwei verschiedene Gedanken. Also ja, aber die miteinander ganz und gar nicht, die sich nicht, wie sagt, sag ich mal. Ja, die passen halt nicht zusammen. Ja, die Meinung wird nicht akzeptiert. Also. Okay, da hast du jetzt gerade schon die Lieder angesprochen, dann würde ich jetzt ganz gerne noch über eure Musik allgemein sprechen. Ich habe mir so ein paar Texte mal rausgesucht und habe dann versucht, es gibt ja mittlerweile sämtliche Übersetzungsmöglichkeiten, versucht mal so ein bisschen was zu übersetzen. Aber vielleicht könnt ihr selber auch nochmal erklären, worum geht es denn genau in euren Liedern? Was sagen eure Texte aus und was bedeuten diese Texte euch selber? Schreibt ihr diese Texte auch selber? Teilweise schreiben wir es selber, teilweise schreiben es die inhaftierten Revolutionären, die uns dann die Texte schicken, zuschicken, und wir machen die Musik dann dazu. Oder wir nehmen es von Künstlern wie Nazım Hikmet, revolutionäre Dichter oder ähnliche. Also die klammert dann durchaus auch zwischendurch. Auch, ja. So und so, ja. Also es werden auch teilweise Alben und Lieder verboten. Jetzt auch, das Beispiel hatten wir auch auf einem Konzert hier in Deutschland. Da geht es halt ja, um den Widerstand gegen Faschismus und dass man sich dagegen vereinigen muss. Und da kam die Polizei, hat den Namen wahrscheinlich irgendwie auswendig gelernt von dem Lied. Und dann hieß es, ihr dürft das nicht singen jetzt auf der Bühne. Und wenn ihr das singt... Ein Lied gegen Faschismus. Ein Lied gegen Faschismus. Und weil wir uns gegen, weil wir halt die Menschen dazu aufrufen, sich gegen den Faschismus zu organisieren. Was ja menschlich eigentlich total legitim und vollkommen ist. Recht sogar. Genau, und dann werden die dann natürlich auch so interpretiert oder so übersetzt, wie sie es eigentlich auch selber verstehen wollen. Ja. Und man versucht uns halt ständig dadurch zu kriminalisieren, indem man sagt, ja, ihr wollt nur schlagen und zerstören und weiß ich nicht was. Wobei wir Lieder über sämtliche Probleme singen, aber wir sagen natürlich auch, was das Problem ist und dass das dieses System das Problem ist. Und diese Lieder kommen ja auch eigentlich dadurch, also das ist ja auch die Ursache, warum wir dagegen singen. Gibt es denn die Möglichkeit, eure Musik in ein bestimmtes Genre einzuordnen, oder ist das Genre auch dann immer gleich geblieben, oder habt ihr euch in der Zeit, ich meine seit 1985, durchaus in eurem Musikstil auch verändert? Ja, also unser Musikstil ist so, dass wir jede Richtung eigentlich probieren, aber alles mit einer revolutionären Sicht, wie soll ich sagen. Es ist nicht so, dass wir jetzt nur diese Art von Musik machen. Nein, wir probieren alles, von Rock, Rap bis hin zu türkische Volksmusik. Volks- und traditionelle Musik, ja.
Aber wir betrachten alles eben mit einer revolutionären Sicht und die Texte sind dann auch dementsprechend. Ja. Dann zum Abschluss, wie soll es denn mit euch weitergehen? Was sind eure Pläne für die nächsten Jahre? Wie soll es allgemein weitergehen? Was wünscht ihr euch? Also im Moment geht es eigentlich hauptsächlich um den Hungerstreik, den unbefristeten, und um die Attacken von der AKP-Regierung. Was wir noch machen ist Album, also wir arbeiten gerade an einem Album und Konzerte eigentlich, sind sehr viele. In Mexiko werden wir fliegen, 25. Wir sind auch international unterwegs. Ja. Also wir sind Künstler und wir wollen eigentlich unsere Musik ausüben, also unsere Kunst ausüben. Darum geht es uns hauptsächlich. Aber mit der politischen Situation in der Türkei und auf der Welt ist es natürlich nicht so einfach für uns, weil wir uns da durchdrängen und dagegen Widerstand leisten. Und deshalb geht es uns natürlich hauptsächlich darum, weiterhin unsere Kunst auszuüben, revolutionäre Kunst zu machen und weiterhin Alben, Lieder, Konzerte zu organisieren und diese rauszubringen. Und jetzt haben wir, also wir könnten jetzt vielleicht auch einen Aufruf machen, vor allem geht es unseren Freunden, also die sind gerade in einem kritischen Zustand. Es sind über 100 Tage, die meisten befinden sich über 100 Tage im Hungerstreik. Und wir haben jetzt am 24. diesen Monats ein Solidaritätskonzert mit verschiedenen Künstlern aus der Türkei und auch aus hier aus Deutschland, auch deutsche, internationale und Musiker werden dabei sein, Tänzer und auch andere Musikbands. Da würden wir auch gerne nochmal aufrufen. Also wer Zeit hat, kann auf jeden Fall da vorbeikommen. Wir rufen heute jeden auf, unsere Lieder zu singen und Gruppierungen nicht alleine zu lassen, weil wir singen nicht nur für uns, wir singen für Probleme aller Völker und wir wollen, dass diese gelöst werden und wir machen auch was dafür. Deshalb würden wir jeden dazu aufrufen, uns nicht alleine zu lassen. Okay, vielen Dank dafür. Vielen Dank auch, dass ihr da wart. Es war ein super, super interessantes Gespräch und ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute. Wir hören von euch gleich noch ein Musikstück und wie gesagt, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke auch. Ja, das war's mit Kanal 21 Backstage Spezial mit Group Yorum. Ich hoffe, ihr fandet es genauso interessant wie ich und ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss.